Servusle, grüßt euch, willkommen zurück bei Subnautica mit dem Voucher und mit dem Alderle. Es gab ein kleines Update, so wie ich es gelesen habe. Ich probiere gerade aus und ich habe das Gefühl, es läuft tatsächlich performanter und flüssiger. Die haben aber keinen neuen Content gebracht, haben sie geschrieben, sondern rein Bugfixes und Performance. Und ey Leute, guck mal, ihr seht schon hier, Achtung, ach, ich kann es gar nicht oft genug machen. Egal wie es funktioniert wieder, die Melonen gehen wieder, Leute. Richtig super. Ich habe schon mal dieses Fragment eingesammelt. Wir müssen ja noch dieses eine Terminal unten abrufen, das auf jeden Fall. Die Waffen habe ich wieder weggelegt. Jetzt bin ich mal gespannt, das habe ich noch nicht probiert, ob es auch mit dem Messer wieder hinhaut. Jo, ach Gott, ihr seid solche Götter. Na? Na? Ja, ihr seid Götter. Es klappt wieder, Leute. Es klappt wieder. Haben sie toll gemacht. Ich bin richtig happy. Jetzt pass mal auf, pass mal auf. Dann machen wir gleich weiter. Ja, so ein bisschen ging es vorher schon ja immer so holprig. Aber weißt du, egal, wenn ich jetzt hier... Leute. Gut, ein bisschen muss man jetzt sich anstrengen noch, dass man es trifft. Aber es ist schon viel besser geworden. So, will ich natürlich dem Tipp nachkommen und in der Base unten im Bioreaktor auf jeden Fall mal Melonen reinhauen. Dann fahren wir hintere, holen uns das Datenfragment, schauen auf dem Weg gleich, wie es weitergeht hier. Denn wir müssen ja hier auch weiter. Wir wollen ja ins Lava-Biom, ne? Aus dem Grund würde ich sagen, machen wir das jetzt als erstes. Wenn noch Zeit ist, bauen wir noch ein paar Bilder auf. Lass mich noch ganz kurz bei Geräte gucken. Ja, das passt. Das will ich kurz einkippen unten. Das passt auch. Das ist unsere Errungenschaft vom letzten Ausflug. Perfekt. Gehen wir mal ganz kurz in die Basis runter. Schauen wir mal, wie sich's entwickelt hat mit den Pflanzen. Guck mal, das läuft schon irgendwie flüssiger, ne? Also ich habe ein super Feeling. Guck mal. Ich habe ein wirklich super Feeling. Er glitscht auch nicht mehr oben im Zyklop rum. Die Melonen haben sich ein bisschen gefangen. Herrlich. Guck mal. Guck mal. Ist noch nicht alles ausgewachsen, ne? Aber sieht jetzt schon bombig aus. Das gelbe Licht. Ja, ein bisschen übersteuert ist es jetzt sogar vom Licht. Haben wir arg viel reingemacht. Bioreaktor, läufst du noch? Ja, ich glaube, das ist gut, Leute. Bin mal gespannt, wie wir die Bilderrahmen aufhängen, ob es dann immer noch so ist. Die armen Blasenfische. So, jetzt hauen wir das hier noch dazu rein. Und, Alter, schön, schön. Der Innenhof. Guck mal, der ist auch da. Er ist auch da. Heinzle, Alterle. Ich kann dich leider nicht aufnehmen, Heinzle. Das haben wir ja schon festgestellt. Hier ist jetzt natürlich total öde eigentlich, ne? Wenn man so, da ist er wieder, wie er angeschlissen kommt. Ja, angeschlissen. So, pass mal auf, hier können wir auch noch ein bisschen ausmerzen gleich. Ich wollte die ja hier unten auch bevölkern. Ja, dich nehme ich jetzt nicht auf, Knuddelfisch, sonst habe ich das Problem, dass ich euch beide mich im Gepäck habe. Ich will Blasenfische draußen aussetzen. Ja, komm, du darfst auch mit. Ja. Einer geht noch von euch Wirblern. Ihr nicht biologischen, ne, passt nicht in den Reaktor rein. So Leute, dann machen wir jetzt kurz mal die Basis hinten fertig. Ist ja, wir waren ja drin. Ich will nur das Fragment noch holen, dass ich das nicht irgendwie übrig lasse. Nachher bringt uns das genau das, was uns noch fehlt. Guck mal, tolles Bild hier auch mit diesem kleinen Stielauge. Man kann bis rüber schauen, das ist richtig schön. Mir gefällt es hier total. Mir gefällt es total. Ich mag das Spiel unheimlich. So, was wollte ich denn jetzt machen, Leute? Ah ja, die Fische kurz aussetzen. Dann machen wir das mal als nächstes. Ja, ich habe gedacht, so im Innenhof. Aber die werden da wahrscheinlich nicht gerade da bleiben, wo ich sage, ne? Hier Blasenfisch raus, raus, raus. Wirbler, Wirbler. Wo ist denn mein Knubbler? Wo ist denn mein Knubbler, Alterle? Wo bist denn du heute? Heinzle? Hier ist er. Heinzle! Heinzle! Gib Pfeif, Heinzle! Ne, er hat Hunger. Ist das ein Fischle? Er freut sich. Schade, dass man den nicht mehr aufnehmen kann, ne? So, Leute. Dann würde ich fast sagen, wie immer schwarzen Magen. Wir gehen mal zur Motte. Habe ich alles soweit dabei? Ja, das reicht doch. Das reicht doch, um glücklich zu sein. Dann schauen wir mal, dass wir das Ding kurz erledigt bekommen. Und vor allem wird es auch jetzt interessant, wo geht's weiter? Wo sind die Motte? Ach, die hängt oben drin. Die lädt, ne? Können wir mal hier vorbeischwimmen? Guck mal, es ist echt performanter. Also das haben sie gut hingekriegt, ne? Die wollen releasen. Die wollen releasen. Ich merke das. So, Leute. Ab in the Mod. Ab in the Mod ohne Schrott. Kann ich die von hier? Jo, geht auch. Sehr schön. Ich finde es auch ein bisschen strahlender. Also irgendwie leuchtet es schön. So, hier ist natürlich einiges los. Guck mal, 2 Meter. 2 Meter bis zur Grenze. Also das haben wir genau abgemessen, Leute. Wir sind spitze. Oh. Alterle, Heinzle, was machst du denn da auch so Kunststückeln? Du weißt doch, dass ich hier ein bisschen... Ich darf den halt nicht totfahren. So, ich glaube, da hinten war es, oder? Oder ist es da hinten? Ja, wir müssen sowieso ein bisschen ortskundiger werden. Weil, wo geht's weiter? Energiemäßig, glaube ich, Leute, reicht uns das doch so, wie wir jetzt aufgestellt sind, oder? Wenn wir da nachher nochmal Melonen reinhauen. Ich glaube, hier wird es dann weitergehen für uns, ne? Das heißt, den Zyklop richten wir dann in diese Richtung aus.
Ein paar Meter können wir noch rein, aber Kyanit sehe ich jetzt halt hier spontan keins. Leider. Ein paar Meter können wir noch, können wir noch, können wir noch. Ne, hier ist irgendwie eine Sackgasse, Alter. Hier ist doch eine Sackgasse. Warum ist denn jetzt hier eine Sackgasse? Ich muss ja gucken, ich habe leider keine Bojen mit, ne? Habe ich kläglich versagt, was das angeht. Also ich habe keine Bojen, sonst könnten wir uns Bojen aussetzen. Die Motte kann ich jetzt hier nicht mehr irgendwie zwischenparken. Dafür sind wir jetzt schon zu tief, ne? Oder geht's hier unten weiter? Ich weiß es nicht. Ich war jetzt noch nicht so oft hier unten, ne? Ich kenne mich da halt kaum aus. Ich glaube, hier geht's weiter, Leute. Kann das sein, dass wir hier weiter müssen? Da könnte ich aber mit dem Braun. Mit dem Braun können wir hier einen kleinen Ausflug machen. Ja, ich glaube, da geht's weiter. Der Heinzel und ich, wir gehen da mal tiefer, schön, würde ich sagen. Wir müssen das ja sowieso rausfinden. Komm mal mit. Heinzle, komm mal mit, lass mich nicht allein. Hier, geiler Wasserfall. Da können wir jetzt auch mal testen, ob wir da Schaden kriegen, wenn ich da durchgehe. Achtung. Nö. Da ist Kyanit da hinten, oder? Leute. Hier geht's los. Hier geht's los. Das ist schon der erste Magmafisch, siehst du? Also müssen wir hier runter. Hier unten ist die Lava. Hier geht's dann los, Leute. Gehen wir mal kurz gucken, ob das Kyanitle ist da hinten. Aber das würde ja dann da runterfallen. Ich glaube, das ist Kyanit. Ei, da werden wir mit Braun auf jeden Fall mal herzischen. Was ist das da? Was ist denn das? Ah, Schwefel. Schwefeldingsbums. Also Leute, hier müssen wir hin. Da unten sind Vaper. Bis zu diesem Wasserfall würde ich den Zyklop heute fahren schon mal. Und von hier aus platzen wir dann auch mit dem Braun runter, würde ich sagen. Dann können wir uns tatsächlich da drüben das Kyanit mal versuchen anzueignen. Dass wir entsprechend die besseren Sauerstoffflaschen basteln. Weißt du, die Vapers sind ja da unten. Das heißt, mit dem Zyklop hierher, das sind wir recht sicher. Und von hier aus machen wir uns dann den Weg frei. Ich will noch einen so einen Fischle fürs Aquarium. Komm mal her. Ihr seid doch hoffentlich lieb. Nein, das war meiner. Jetzt frisst er schon wieder. Ich wollte nicht anklicken. 1000 Meter. Also hier ist auf jeden Fall Ende Gelände für die Motte. Was klebt denn hier noch? Ah, das sind halt die normalen Mats. Das sind die normalen Matsis. Alter, ich bin so gespannt. Oh, guck, siehst du, das ist der erste Fisch, der uns dann den Ding leer saugen wird. Den Zyklop. Macht er mir. So, das heißt, der Zyklop muss vor dem Wasserfall. Oh, ich muss mal Luft holen. Alterle Voucher. Ah ja, du hast ja noch genug. Ich will noch so einen Fisch. Lass mich jetzt nicht abbringen davon. Aber echt nicht. Die habe ich noch nie gehabt im Aquarium. Komm her. Wieso kriege ich den jetzt nicht? Alter, gibt es denn so viel Elend? Gibt's denn so viel Elend hier in diesem kleinen... Den habe ich. So, die ersten zwei, ne? Die ersten zwei können wir noch einen. Dann können wir nämlich für den Zyklop, fürs Aquarium auch noch einen. Ne, das reicht. Ich krieg's halt heute nicht. Ich krieg's heute nicht, weißt du? Okay, Leute, hier geht's weiter. Das ist schon mal gut zu wissen. Muss ich mal kurz den Weg einprägen. Dann haben wir das. Dann holen wir das Datenfragment. Dann bauen wir den Zyklop schon mal hier vor. Die Motte lassen wir dann daheim. Weil mit der können wir hier unten nicht mehr rumkurven. Mit unseren 900 Meterlen. Okay. Alter, irgendwann ist der Heinzle tot, wenn er mir ständig hier hängen bleibt. Hier ist kein Kyanit, ne? Irgendwo. Hier sind noch ganz normale Rochen. Ja, da kommt ja noch mehr. Aber vielleicht können wir tatsächlich hier nochmal eine Mini-Zwischenstation machen. Das erste Kyanit besorgen. Ich muss auch mal gucken, ob dann das Rezept freigeschalten wird für die Sauerstoffflaschen. Jetzt pass auf. Der Zyklop ist da hinten. Hier ist unsere Base. Also hier sind wir auch noch sicher. Habe ich überhaupt die Aufnahme an? Weißt du, ich bin so ein bisschen matschig im Kopf heute. Sehr schön. Pass mal auf, Leute. Damit ich das jetzt hier nachher nicht verholz und damit das alles wunderschön klappt, machen wir das jetzt so. Wir haben ja Zeit, ne? Wir haben ja noch Zeit. Es wird ja noch nicht morgen released. Mit Release ist spätestens die Staffel halt vorbei. Das auf jeden Fall. Da würde ich dann eher, sage ich mal, ich weiß noch nicht, ob ich dann noch eine Staffel mache. Ich will ja eigentlich eher Early Access Games begleiten, bis sie released werden. Und wenn wir jetzt hier tatsächlich das komplett durchhaben, dann haben wir ja erstmal wieder alles gesehen, weißt du. Schauen wir mal. Mache ich mich jetzt noch nicht verrückt? Ich muss das echt mal prüfen hier. Da ist schon wieder irgendwas bei mir nicht in Ordnung mit der Technik. So, was macht der Voucher hier? Der Voucher fährt jetzt von hier aus zur Motte. Maschine an schon mal. Das wird immer schlimmer hier drüben. Es wird immer schlimmer. Ich muss nachher mal die ganzen Kabel überprüfen, weißt du? So, hier hinten ist die Motte. Jetzt hört es gar nicht mehr auf. Kann sein, dass ich gleich mal hier einen Schnitt mache. Ich hoffe, ich bleibe nicht an der Base hängen. Ja, ja.
Ja, 99% haben wir. Ich werde natürlich schon noch mal hin und her paddeln, bis dann auch wirklich alles seine Richtigkeit hat, bevor wir losziehen. Ja, da ist jetzt irgendein totaler Fehler hier in dem Bildschirm, in dem linken. Ich habe es ja geprüft, ich habe ja Bildschirme getauscht. Da kam ja der Hinweis, ich soll das mal machen, habe ich tatsächlich gemacht. Und muss aber sagen, es lag am Kabel. Ich habe nur noch kein Ersatzkabel geholt. So, genug geschwallert jetzt. Lenkt natürlich unheimlich ab, wenn was Technisches nicht passt, gell? So, jetzt pass mal auf. Wollen wir die hier reinmachen oder in unser Aquariumbecken? Sollen wir die hier zwischenlagern? Aber wir kommen ja in die Lava-Region, da haben wir ganz viele dann davon. Nee, die tun wir unten rein in die Base und dann gehen wir rüber zur Modde. Das passt. Ja, passt. Jetzt habe ich wieder den Bild. Wir können ja jetzt... Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Ich wollte ja noch mit der Modde das Ding erledigen, ne? Ja, pass mal auf. Gehen wir mit dem Gleiter kurz rüber. Die Fische aussetzen. Die will ich jetzt sehen, wie die im Aquarium aussehen. Lal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 a. Jetzt wird es natürlich da hinten dann richtig knifflig. Hier, die sind von uns die Wirbelfische, ne? Wo sind eigentlich die Blasenfische? Da schwimmt eins. Ja, da tanzt er an. Da tanzt er an, der Heinzle. So. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe die nämlich noch nie gehabt, so Lava-Region-Fische. Ich hoffe doch sehr, dass sie sich hier wohlfühlen werden. Da würde ich auch fast sagen, wir können die Wirbel eigentlich hier rausmachen. Die können wir jetzt hier rausmachen. Die bringen uns ja auch nichts für einen Reaktor und so. Wirbler. War da noch? Da sind noch. Guck mal, wie sich die vermehren. Aber vermehren tun sie sich, ne? Von wegen, die sind nicht biologisch. Hahaha. Die sind sowas von unterwegs gewesen. So, jetzt kommen die zwei neuen. Wo sind sie? Bam, bam. Der. Oh. Sind die tot? Nee. Magma. Ich glaube, die haben einen Bug. Guck mal. Oder sie können nur im Warmen. Das weiß ich nicht. Na super. Das hat sich ja schon mal tierisch gelohnt. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert von unseren neuen Haustieren, die sich hier totstellen. So eine Scheiße. Ich probiere sie noch oben im Aquarium. Sorry für den kleinen... Aber wir müssen eh nur noch mal ganz kurz in die Dings rein, in die Alien Base. Weißt du, und dann geht es ja eigentlich schon weiter. Dann müssen wir uns das Kyanid schnappen. Pass mal auf, wo ist denn der Zyklop jetzt? Wo habe ich den jetzt wieder hingestellt? Da hinten. Alter, das hat nicht geklappt mit dem Boomerang-Fischen. Vielleicht ist den zu kalt hier oben. Das kann natürlich schon sein. Das weiß man nicht. Dann bringen wir die Modde auf jeden Fall danach wieder weg. Dann hat sich das. Der steht schon mal in der Richtung, in der er stehen soll. Das ist auch sehr gut. So, du weg. Oder das ist jetzt tatsächlich das Performance-Update, ne? Wenn die Fische sich nicht bewegen, braucht es nicht so viel Performance. Ich probiere die jetzt natürlich hier. Wenn nicht, schmeiße ich sie wieder raus, die Jungs. So. Hier leben sie. Hier leben sie, Leute. Dann lassen wir sie hier. Zumindest sind wir jetzt sicher, dass sie nicht tot waren. Alles klar? Geht. Ja, wahrscheinlich haben sie jetzt hier die Temperatur, die sie brauchen, die Guten. Alles klar, habe ich die Maschinen vorne ausgemacht? Weiß es noch jemand? Ich glaube ja, ne? Maschine ist aus, ja. Okay, dann lasst uns kurz das Fragment holen. Dieses Datenfragment, das letzte, das will ich schon dann ordentlich erledigt haben, auch wenn ich das Zeug nicht immer lese. Dann haben wir zumindest hier schon mal einen schönen Cut, einen klaren Schnitt. Dann wissen wir, Kyanid, das würde ich auch noch gern machen. Ey, vielleicht gehen wir mit dem Brown noch kurz los. Mal gucken, wie wir zeitlich jetzt hinkommen. So, du stehst in der Richtung, in der du stehen sollst. Alles perfektle. Dann geht's für uns erstmal wieder zurück zum Lebensbaum. Heinzle, flieg mal auf jeden Fall jetzt hier bitte nicht auf die Modde. Irgendwann breche ich dir nämlich deine letzte Gräte, mein Freund. So, hier müssen wir auch ein bisschen vorsichtig sein. Wenn wir schon Fische aussetzen, sollte man sie nicht... Alterle. Das ist auch irgendwie ungewohnt, ne? Guck mal, diese Schlierer. Also, was es bedeutet, ist mir schon klar. Es hat ja mit Strömung und so zu tun, aber so arg habe ich es noch nicht gesehen gehabt. Ah, die machen das schon richtig. Bis das Spiel rauskommt, wird es richtig schön eine Performance haben, die es braucht. Wenn ich überlege, Alter, was wir schon erlebt haben. Das machen wir jetzt schon über ein Jahr, ne? Seit einem Jahr zocken wir jetzt Subnautica. Ich glaube, da hinten war die Base, ne? Wow, Challe, hast du schon wieder vergessen. Die Strukturen laden ein bisschen später nach, wie ich es gewohnt bin. Was ja aber nicht so schlimm ist, ja. Hauptsache, sie laden und es stottert nicht. So, noch einmal in die Basis. Da machen wir jetzt aber nicht lang rum, das haben wir ja eigentlich alles gesehen. Wir flitzen kurz rein, holen uns das Ding raus, was wir noch brauchen. War das so beim letzten Mal schon? Keine Ahnung, hier waren auf jeden Fall auch Warper und so, ne? Kyanid gibt es jetzt hier keins, aber wir haben jetzt schon mal eins gefunden. Wenn wir es schaffen, mit dem Brown da hinzukommen, bohre ich das an, sammle es ein.
Schauen wir uns dann mal an, ob das was taugt, was wir da machen. So, pass mal auf. Hier war doch der Eingang irgendwo. Hallo? Ich bin der Voucher von oben. Hier müssen wir rein. Hier gehen wir auch rein. Aber langsam. Denkt dran, die Motte. Ich hab's ja. Das war ein Warper. Ich habe einen Warper gehört. Komm du bloß nicht mit. Alter Heinzle, rein hier. Rein hier in den Bunker. Mann, 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 Heinzle. Hier ist es. Da müssen wir rein. Wir stellen mal die Motte hier ganz verstohlen ums Eck. Bin ich jetzt erschrocken. Jetzt erschrickt er mich schon. So, genau. Nur wegen dem Ding sind wir nochmal hier. Es sei denn, da kommen noch 10 Räume. Klar. Dann schauen wir uns die auch noch an. Auch danke vielmals für die ganzen Kommentare, Infos und Tipps. Ich weiß, ich bin selber schuld, wenn ich das Zeug noch nicht gelesen habe, aber ich weiß nicht, ich will dann immer zocken, weil hier ist echt nur der Raum. Ist hier echt nur der Raum? Ist hier echt nur der Raum? Kann ich hier irgendwas finden? Ich hoffe, das lohnt sich, aber wir drücken mal drauf. Proben, Forschungsdaten. Guck mal, das da, weißt du, wenn ich das jetzt vorlese, das sind 5 Minuten. Deswegen, ich mache es lieber so und wer es lesen will, kann jetzt lesen und dann flatze ich hier so runter. Alter, haben wir nicht gerade was getrunken? Müssen wir nochmal trinken gehen, Leute. Und dann fahren wir mit dem Braun tatsächlich schon mal ein Stück vor. Ich will das sehen. Das machen wir jetzt. So, dann haben wir die Fragmente wenigstens geholt. So, jetzt müssen wir wieder raus, zurück. Mehr oder weniger. Und die Dinge mit Bilderrahmen wollte ich auch noch aufhängen. Oh, da ist der Warper. Hast du gesehen? Hier. Muss mal aufpassen, wenn der jetzt gleich schießt oder so. Jetzt kommen wir erstmal wieder raus hier. 1 Kilometer ist das ganze Ding jetzt von der Motte schon weg. Ist der Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Jetzt hat es auch mehr von diesen komischen Knochenfischen hier, ne? Hier drin. Da waren es letztes Mal nicht so viele. Guck mal, 3, 4 Stück jetzt hier allein in der einen Höhle. Da haben wir aber Glück gehabt, dass jetzt nach dem Patch nicht vorne an der Base plötzlich die Hölle los ist. Das wäre natürlich der Hammer, weißt du? Ja, ja. Erstmal ganz entspannt hier rauszischen. Ja, jetzt überlege ich gerade, Leute, was machen wir? Die Bilderrahmen will ich aufhängen. Dann machen wir das Kyanid-Geschichtle, machen wir bei der nächsten Folge. Dann gehen wir jetzt noch Bilderrahmen aufhängen. Bilderrahmen, die können ja zum Clubhaus dazu. Dann wird auch der Zyklop langsam mal leer. Dann holen wir uns in der nächsten Folge mit dem Braun das Kyanid vorne. Und dann bauen wir uns als allererstes mal die besseren Energiezellen. Weißt du? Damit wir da auch nachher mit dem Zyklop nicht noch 20 Mal zu der Base rumdrehen müssen, sondern wirklich in einem Rutsch schön im Lava-Biom durchsausen können. So, hier ist noch friedlich, ne? Hier passiert uns nichts. Jetzt hau ich mal die... Wie machen wir das? Wie gehen wir jetzt vor? Ich muss drüben Material holen, wir müssen trinken und essen. Das heißt, ich flitze jetzt erstmal zum Zyklop. Tu die Cyclops, tu die Cyclops. Sehr schön. Dann haben wir aber mein Ziel für heute auf jeden Fall schon mal erreicht. Wir haben das Fragment geholt und der Zyklop steht in der Richtung, in der es jetzt dann weitergeht. So, jetzt trinken wir erstmal. Kann das natürlich auch sein, ne? Ey, das kann vielleicht auch sein. Ich muss mal drauf achten. Jetzt hab ich uns überhaupt vollgeladen gehabt? Weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Mach mal Licht. Ja, komm, mach mal kurz Licht an hier. Wir müssen eh nochmal alles aufladen, bevor es losgeht. Jetzt muss ich mal drauf... Ah, es ist schön, wenn das wieder funktioniert, wie soll. Pass mal auf. Nee, nee, Nahrung und Art, das hat schon noch was es braucht. Ich glaube, der hat hier unten einfach mehr Durst. Der hat hier unten einfach mehr Durst. Zieh dir mal das rein, das kann doch auch nicht sein, oder? Waren das schon immer so viele? Ich weiß es halt, nach jedem Update habe ich das Gefühl, es ist alles anders. Was natürlich Blödsinn ist. So, jetzt schneide ich erstmal wieder welche. Ey, guck mal, von hier außen. Guck dir das an. Gott sei Dank ist das repariert. Also der Bug hat mich schon gestört. Das können wir ja jetzt gleich nochmal eine essen. Dann sind wir auch tatsächlich voll. Eine noch rein. So. Die Wirbelfische muss ich noch aussetzen. Das machen wir jetzt auch gleich. Und dann schnappen wir unser Material für drüben. Dann bauen wir die Bilderreben heute noch gemütlich auf. Die Folge ist... Die Zeit vergeht. Es ist der Wahnsinn, oder? Es ist der Wahnsinn. Aber wir haben zumindest hier nachher nichts offen. Weißt du? Wir bräuchten eigentlich auch noch ein Kommunikationsgerät hier unten. Wir schauen gleich mal, was noch übrig ist. Ja, flieg mal. Ach, die können doch hier raus, oder? Ist doch wurscht, wo die sind. Die können überall hier wohnen, wenn die wollen. So, ne? Alles klar, jetzt schauen wir mal ganz kurz materialienmäßig. Wo ist denn die Klappe? Hallöle, hallöle. Hier muss ich rein. Hier muss ich... Wie klein die Motte ist gegen den Zyklop, gell? Das ist der Wahnsinn. So. Hallöle, welcome. Jetzt pass auf. Pflanzen haben wir erledigt. Einrichtungsgegenstände, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich nehme mal das ganze Quarz mit. Und das da nehmen wir mit. Wir brauchen Kupfer, brauchen wir eigentlich, ne, für die Dinger. Hier sind die ganzen Kupferspulen, Leute. Und diese Kupferspulen, die bringen uns die Bilderrahmen.
Da brauche ich aber noch mehr. Guck, da lasse ich mal noch eins und eins hier. Dann machen wir die Geschichte hier rein. Das Becherle brauche ich auch nicht. 3, 6, 7, 3, 4, 5, 6. Damit müssten wir eigentlich zurechtkommen. Dann gehen wir rüber, dass wir zumindest die Bilder noch aufhängen. Und dann schauen wir mal, was wir noch an Mats übrig haben. Juhu, Heinzle. Heinzle. Der Heinzle ist fitter. So. Alles klar. Ne, also dann haben wir das soweit aufgebaut, die Sachen verbaut, die wir mitgenommen haben. Jetzt gucken wir mal die Pflanzen. Guck mal, der Rochen. Guck mal, wie der in den Moonpool rein will. Siehst du das? Was für ein herrliches Bild. Wahnsinn. Alter, ich müsste da mit der Motte rein. Ja, der backt jetzt hier, aber das sah im ersten Moment so aus, als ob er guckt, was hier Neues passiert. So, die Motte rein. Dem armen Kerl über den Kopf gesaust. Hängt er jetzt noch hier drin? Ja, guck. Hier. Ey, da kann man den ja wunderbar scannen. Da können wir ja einfach mal jetzt hierher gehen und können den scannen. Muss ich dazu ins Wasser? Kein Problem. Geisterroche. Heinz, alles klar, kannst dich anfreunden mit ihm. Der will nur spielen. Der will nur spielen. Der macht nämlich nichts. So, Thema durch. Wir gehen ins Clubhäusle rüber. Düm-düm-düm-düm-düm-düm. Nochmal kurz hier oben rausgeschaut. Hallöle, hallöle, Popöle. Wunderschön. Schöne kleine gemütliche Base, ne? Vor allem auch hier mit den Lichtern. Das ist schon eine gute Idee gewesen, dass wir hier noch Glas reinmachen. So, passe mal auf. Da drüben haben wir auf jeden Fall unsere Elektrik. Der musste hier hin, weil wir keine Mitte mehr haben sonst. Dann haben wir hier dieses Becken, das noch etwas langweilig ist, aber da kommt vielleicht noch früher oder später was. Jetzt bauen wir Bilder. Jetzt bauen wir Bilder. Da lassen wir uns nicht lumpen. Schaller schlumpen, schaller schlumpen. So, pass mal auf, wie machen wir das hier? Hier ist auf jeden Fall das Fenster zum Innenhof. Eins nach außen, dann können wir hier schon Bilderrahmen aufhängen. Bilderrahmen. Wieso ging das nicht? Ah, doch. Und zwar ganz an den Rand. Ich bin mal gespannt, ob die Performance jetzt dann hier auch so. Weil bei den Bildern war ja immer so ein ganz kleines bisschen das Problem, ne? Guck mal, ich krieg zwei Stück schön nebeneinander hin. Schauen wir mal rein. So, dann haben wir, was haben. Also für den Fall der Fälle, dass jetzt jemand gerne Bilder schicken wird. Ich habe natürlich kein Material für mehr Reben mit runter. Da, Rorschach. Rorschach seine Base, ne? Machen wir Upload. Upload. Bild in den Bildschirmrahmen hochladen. Müsste jetzt dann schon erledigt sein. Genau. Also ich kann keine neuen Bilder mehr verwerten momentan, ne? Das sind wir halt schon so weit durch. Die Runde ist durch und hier unten habe ich kein Mats. Nur schon mal als Info. Aber wenn ihr Bilder schicken wollt, könnt ihr es ja natürlich trotzdem schicken. Ich kann sie nur nicht hier einbauen im Moment. Jetzt pass auf, machen wir hier Upload. Tischtennis 1980. Genau, dann haben wir die zwei Sachen schon mal. Dann haben wir hier noch Bilder gehabt. Der Charlie müsste doch eigentlich auch noch dabei sein. Und wenn ich mich nicht täusche, war der Renko auch noch dabei. Jetzt gucken wir gleich mal. Und Keule. Keule war doch auch dabei. Ich würde sagen, Renko hier hoch. Renko, wenn du dabei bist. Renko. Genau, das war das etwas dunklere Bild. Hey. Aldele, muss ich hochladen. Sehr schön. Und dann haben wir den Charlie auch noch da dazu. So, pass auf. Nee, 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 nee. Geh mal weiter zurück. Ja, es passt aber hin. Es passt hin. Jetzt pass auf. Charlie. Genau, das war geil, 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 geil. Gefällt mir gut. Einen Rahmen haben wir auf jeden Fall noch gehabt. Da drüben. Pass mal auf, den setze ich jetzt hier hoch. Oder war noch einer frei? Ich weiß es nicht, aber ich will jetzt auch nicht irgendwie einen Streit provozieren oder so. Frank haben wir noch und Keule. Ja, dann passt es doch. Dann haue ich den Frankie hier hin. Stimmt, der Frank hat Bild im Bild geschickt, Bild im Bild im Bild. Und ein Rahmen müsste dann noch drin sein. Das haben wir ja gesagt, dass wir das hier unten aufbauen wollen. Hallo? Doch, da war grün. Gerade so noch, gerade so noch. Hier ist auch schon wieder ein Rochen, der reinglitscht. Hilfe. Alterle. So, Frank. Wer fehlte noch? Wer fehlte noch? Renko haben wir Keule. Keule war noch. Keule war noch, ne? So, jetzt pass mal auf. Jetzt will ich nochmal ganz kurz back to Gallery. Frank haben wir aufgehängt. Charlie haben wir aufgehängt. Das hier waren meine Werbebilder. Die mache ich jetzt natürlich nicht mehr rein, ist klar. Dann haben wir Renko, Keule, Tischtennis und Rorschach. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir müssen 6 Bilder hängen haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann haben wir die Geschichte schon mal erledigt. Wie sieht's hier aus mit Mats? Ja, ein paar Mats sind auch noch da. Ist ja der Wahnsinn. So Leute, also der Zyklop steht. Wir holen uns das Kyanid in der nächsten Folge. Schauen wir mal, ob wir dann die Energiezellen basteln können. Weil hier geht, glaube ich, nichts. Ne? Hier habe ich noch nichts. Hier sind die Messer. Taucher-Dings, bla bla. Wir können natürlich noch mal kurz gucken, ob ich das drüben bauen muss. Vielleicht haben wir die schon irgendwo und ich habe es nur noch nicht wirklich gesehen. Hier ist noch alles super. Also heute hebt auch die Energie.
Das ist auch alles cool. Den Fabrikator hier mal kurz angeschmissen. Ganz kurz mal hier reingegangen und geschaut. Energiezelle, Batterie. Hier kann ich keine guten Energiezellen bauen bis jetzt. Jetzt schauen wir drüben noch geschwind im Zyklop nach. So als Abschluss für heute, ob wir sie schon bauen können. Ansonsten werden die wahrscheinlich freigeschalten halt, ne? So, dann müssen wir hier nochmal kurz rein. Alles klar, dann haben wir die Geschichte soweit erledigt. Wir können natürlich jetzt noch im Zyklop die ganzen Schränke abbauen, die wir nicht mehr brauchen. Oder die Hälfte und können sie unten einbauen. Dann haben wir auch noch einen kleinen Lagerraum unten. Weiß nicht. Wichtig ist, dass wir, glaube ich, die Module bauen, die noch fehlen. Und die Energiezellen ein bisschen aufstocken. Und dann geht es weiter im Lava-Biom, ne? So, pass auf. Jetzt will ich ganz kurz das oben checken. Yay, baby, yay, baby, yay, baby, baby, baby. Wo waren die Maschine da, ne? Aber hier, das waren doch nur die Module, oder? Ja, das waren nur die Module, Leute. Dann wird es noch freigeschalten. Und ein Modul hat uns gefehlt. Und das war, glaube ich, dieses, ne? Wandelt Wärmeenergie, diesen Reaktor. Die Barren habe ich, Aerogel habe ich auch. Wir brauchen 3 Kyanit hierfür. Und der Brawn kriegt noch ein Modul. Der Brawn kriegt auch noch ein Modul. Also Kyanit, würde ich sagen, nächste Folge. War das schon immer hier? War das schon immer hier? Nee, aber guck mal, das siehst du. Dein Krebsanzug ist geladen, Energie ist da. Was ist denn das? Ach, jetzt bin ich in dem... ich verstehe, ich verstehe. Das sind praktisch die Sachen. Alles klärle. Alles klärle. Und ein Modul wollte ich noch herstellen für den. Und das können wir ja im Moonpool drüben machen. Wir haben ja die Station dabei. Alles klar, Leute. Das soll es für heute gewesen sein. Nochmal unsere neue Errungenschaften angucken. Hallöle. Hallöle, kleine Lava-Boomerangs. Ich bin mal gespannt. Also machen wir mit dem Brawn einen Ausflug. Ne? Ein bisschen vorgreifen schon mal, wo wir mit dem Zyklop noch durch müssen. Und das machen wir beim nächsten Mal. Schön, dass ihr wieder dabei wart, Leute. Hat mich tierisch gefreut. Heute haben wir mehr oder weniger so ein paar Sachen erledigt, die noch offen waren. Wir können ja aber auch noch mal ganz kurz einen Blick runterschmeißen. Ich habe nämlich überhaupt keinen Durchblick. Haben wir jetzt alles gebaut? Haben wir jetzt alles gebaut? Der war leer, ne? Gut, nee, hier waren die Pflanzen drin. Aber hier können wir auch noch ein bisschen Verstärkung unten anbringen. Haben wir wohl Material übrig. Sehr schön. Dann bauen wir uns noch einen Tischler auf für die Sachen, die ich, wenn ich sie schon dabei habe. Hier haben wir auch noch ein bisschen Mats. Hier haben wir auch noch ein paar Mats. Hier sind die Täuschkörper. Pool ist leer, Reaktor ist leer. Das ist auch leer. Was haben wir denn hier noch gehabt? Lass mal kurz nochmal hier durch. Ja, mal kurz noch Inventur zusammenkommt. Ein paar Quarz haben wir noch. Also wir können noch Scheiben einbauen. Kupfer wäre auch noch da. Ah, dann können wir vielleicht doch Bilder noch machen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir das in der zweiten Runde ja doch noch. Aerogel, aber nur eins. Ich brauche 2. Ich bräuchte 2. Kann das sein, dass ich nicht genug Aerogel mit habe? Die können wir auch aufsetzen dann. Kurzer Moment. Sorry, ne, ich blick's gerade schon wieder nicht mehr. Geräte ist klar. Was waren bei Geräte noch drin? Nee. Au, ich glaube, wir haben zu wenig Aerogel. Da müssen wir da auch noch herstellen. Hier ist Salz drin. Hier ist Gold. Hier haben wir Diamanten und Silber. Ja, Mats haben wir bestimmt für Aerogel. Ja, da müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Also als nächstes holen wir uns erstmal Kyanit dran. Dann bauen wir die Module, die fehlen. Schauen mal, ob die Energiezellen irgendwie frei werden. Und dann werden wir uns langsam aber sicher vorbereiten, die nächsten 1-2 Folgen, um da hinten weiter durchzubrechen. So, Leute. Der Heinz verabschiedet sich an der Stelle. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.